wo kommt ihr denn her? Aus Erlangen, bitte sehr. Sehen da alles so aus wie ihr? Ja, vielleicht nicht unbedingt alle. Ich weiß es nicht. Also ich schon. Warum seid ihr vier so? Kerstin, was ist deine Aufgabe hier bei dieser Veranstaltung? Also als Leiterin von der Landjugendliga Skrottendorf sind wir eben vom Land angesprochen worden, ob wir beim Projekterlebnis helfen mitmachen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir da eben das Landjugendheim zur Verfügung gestellt gekriegt haben von der Gemeinde Skrottendorf, könnte man da ein super klasses Kinderfest organisieren. Und ja, jetzt haben wir halt alles gestartet, alle Attraktionen für die Kinder und ich hoffe, dass es ein gutes Fest wird. Und dass wir möglichst viel einnehmen, damit wir eben Familien in Skrottendorf und Ligis unterstützen können. Move, yeah, move, move, yeah, move. So, jetzt spielt mal mit, Jungs. Wir haben da verschiedene Stationen aufgebaut, da Wasserspritzen und Sackhupfen, Seilbahn fahren und Fußball spielen. So verschiedene Stationen haben wir aufgebaut. Dort hinten sehe ich am Boden aufgemalt, ein Mensch ehre dich nicht Spiel. So ist es, ja. Da wird ein lebensechtes Mensch ärgere dich nicht gespielt. Das fängt jetzt dann nicht an mit der Gemeinde Skrottendorf und Ligist. Also die Menschen werden selbst auf diesen einzelnen Feldern herumhüpfen? So ist es, ja. Und werden sie auch rausgeworfen? Nein, das glaube ich nicht. Herr Bürgermeister, welche Funktion haben Sie hier bei diesem Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel? Werden Sie würfeln, werden Sie Schiedsrichter sein oder werden Sie selbst eine Figur darstellen? Ja, die Figur hätte ich dazu wahrscheinlich, aber ich werde eher das Würfeln in die Hand nehmen, aber ich werde das meinen Mitspielern entscheiden lassen, was ich für Rolle spielen soll. Auf jeden Fall finde ich es eine tolle Idee. Es ist einmal ein Versuch, dass hier die Landjugend bei uns das macht. Die Landjugend ist ja bei uns in Skrottendorf seit heuer einquartiert und wir sind recht froh, dass solche Veranstaltungen hier zugunsten der Kinder gemacht werden. Wir sind eingeladen, hier mitzumachen, müssen natürlich auch ein Entgelt zahlen und das kommt, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, in einen Topf hinein und bei Hilfsbedürftigkeit irgendjemanden aus der Gemeinde Ligist oder Skrottendorf-Geisfeld dann zuerkannt werden soll. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Sie waren die Erste, die einen Sechser gewürfelt hat. Und wie ist das Gefühl jetzt hinterher, nachdem der erste Läufer aufs Spiel gekommen ist und geschlagen wurde? Das ist sehr schlecht. Ich habe leider einen Zweier gehabt und da kann man nichts machen. Das ist ja wieder draußen. Aber ich hoffe, noch weitere Sechser werden folgen. Ich hoffe, dass ich noch viele habe. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Sie haben das Glück gehabt, als Erster geschlagen worden zu sein. Wie ist das Gefühl? Es schaut nicht weh, es war nicht so schlimm. Ja, aber jetzt seid ihr wieder am Anfang. Ja, wir haben jetzt sicher wieder einen Sechser und wir werden das gewinnen. Ich schnapp mir, was ich schnappen kann. Ja, ich schnapp zu, weil ich das üben kann. Anscheinend sind Sie die Einzige, die eine glückliche Hand zum Würfeln hat. Nein, es haben andere auch schon Sechser gehabt. Aber Sie am meisten? Ja, bis jetzt schon. Aber das kann sich noch sehr schnell ändern. Wie ich bemerke, haben Sie nicht besonders viel Glück im Spiel. Und wenn man kein Glück im Spiel hat, hat man ja auch kein Geld für die Liebe. Das sehe ich nicht so, sondern ganz einfach, man verlässt sich auf den Zufall. Es ist ein Spiel, man sagt eher so. Wer nicht Glück im Spiel hat, hat Glück in der Liebe. So sagt man das, oder? Ja. Und wir versuchen halt und wie man sieht, das macht recht viel Spaß, ja.